Herr Weihbischof Losinger, mit ein paar Tropfen Blut lässt sich bestimmen, ob bei schwangeren Frauen ein erhöhtes Risiko für Trisomie 21 besteht. Jetzt wird dieser Test auch noch von den Krankenkassen bezahlt. Sie haben gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel. Was ist denn damit gemeint? Der berühmte Trisomie 21 Bluttest ist eine Innovation in der medizinischen Detektion von genetischen Defekten. Früher gab es auch Pränataldiagnostik, die berühmte Fruchtwasseruntersuchung, die im Einzelfall feststellen konnte, ob bei einem Kind eine Behinderung vorliegt. Jetzt ist es eine umfassende, eine genetisch präzise und für den Blick auf die Kassenleistung eine kostenlose Situation. Damit würde ich meinen, ist im Blick auf die Erkennung von genetischen Abweichungen und für deren Folgen eine neue Stufe erreicht. Ich spreche von einem Paradigmenwechsel. Die Haltung der katholischen Kirche ist eindeutig. Der Test und vor allem die Zulassung als Regelleistung wird abgelehnt. Warum ist das so? Wir sehen natürlich, wenn heute eine Familie ein Kind bekommt und der Arzt sagt, es wird behindert sein. Das ist eine dramatische Situation, mit der Väter, Mütter erst einmal fertig werden müssen. Als Kirche wollen wir unbedingt jede Form von Unterstützung anbieten, die denkbar ist. Aber für eine Folge sind wir nicht zu gewinnen, zu sagen, ein Kind, das eine genetische Deviation hat, also möglicherweise behindert sein wird, und dazu gehören die berühmten drei Trisomien, zu verwerfen, das kommt nicht in Frage. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass die Würde und das Lebensrecht jedes Menschen gleich wichtig und gleich stark ist, vor allem des Menschen mit Behinderung. Deswegen würde ich aus der Sicht der Kirche einmal drei Fragen dazu stellen. Sollten solche breiten Wirkungen, wie mein Kollege Peter Radke, selbst behindert, langjähriger Sitznachbar im Deutschen Ethikrat es nannte, sollte eine genetische breite Rasterfahndung stattfinden, was wird geschehen? Meine erste Frage lautet: Welches Menschenbild des Menschen mit Behinderung würden wir generieren, wenn wir sagen, die Entdeckung einer genetischen Abweichung ist ein hinreichender Grund für die Verwerfung des Lebens dieses Menschen? Und zweitens, was meinen wir dann eigentlich mit dem berühmten und liebgewonnenen Begriff der Inklusion? Also, was in unseren Schulen und Kindergärten gesagt wird, der Mensch mit Behinderung gehört in die Mitte der Gesellschaft, wenn es gar nicht mehr dazu kommt und inzwischen in über 90% der Fälle, dass solche Menschen da sind. Und schließlich eine dritte Frage, die uns selber allesamt betrifft. Wenn zutrifft, dass weniger als 20% sämtlicher Behinderungen pränatal induziert sind und wohl annähernd 80% erst nach der Geburt durch Krankheit, durch Unfall kommen, dann müssen wir wissen, dass wir allesamt mit Menschen mit Behinderung im gleichen Boot sitzen, vor allem wir Autofahrer. Und uns muss klar sein, dass auch wir uns eine Antwort darauf geben wollen, welches Treatment, welche Behandlung würden wir für uns selbst erwarten, wenn wir durch Krankheit, durch Alter, durch Unfall in der Situation von Behinderung landen. Eine Untersuchung aus den Niederlanden zeigt, dass 95% der Frauen abtreiben lassen, wenn der Test positiv ausfällt. Leben, das nach unseren Maßstäben also nicht perfekt ist, darf erst gar nicht auf die Welt kommen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wir leben in einer Gesellschaft, die auch in einer genetischen Perspektive den perfekten Menschen anstrebt. Das bedeutet, dass der perfekte Mensch auf der anderen Seite der Waagschale natürlich auch den imperfekten Menschen hat. Und deswegen ist der Begriff der Optimierung der Gesellschaft gefährlich, wenn der sogenannte imperfekte Mensch, also das Mängelwesen, überhaupt nicht mehr die Chance hat, leben zu dürfen. Für die Frage des nun vom gemeinsamen Bundesausschuss im Gesundheitswesen zugelassenen Brennertests bedeutet das, dass nun eine sehr breite Detektion von solchen genetischen
Abweichungen möglich ist und dass eine Gesellschaft sehr klar darauf schauen muss, wie sie mit Menschen umgehen will, die man als nicht perfekt bezeichnen würde. Ich persönlich halte es hier mit dem von mir hochgeschätzten, leider zu früh zurückgetretenen Bundespräsidenten Horst Köhler. Er sagt einmal, eine Gesellschaft zeigt ihr wahres, humanes Antlitz immer daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Und gerade im Blick jetzt auf diese Folgeerscheinungen von Trisomie 21 Bluttest würde ich sagen, da ist eine Gesellschaft gefordert, ihr humanes Gesicht zu zeigen. Entsteht auf schwangere Frauen und die Familien ein erhöhter gesellschaftlicher Druck, diesen Test durchführen zu lassen? Oder muss es aus Ihrer Sicht auch ein Recht auf Nichtwissen geben? Das Recht auf Nichtwissen ist nicht nur in der medizinischen Diagnostik, sondern auch durch das Grundgesetz garantiert. Das gibt es immer. Aber auf der anderen Seite trifft zu, dass in der gesellschaftlichen Befindlichkeit tatsächlich ein gewisser Druck auf Eltern entsteht und wächst, wenn sie ein Kind mit Behinderung haben. Man kann das sogar umgangssprachlich immer wieder einmal erleben, dass ein Paar, das mit einem behinderten Kind im Kinderwagen daherkommt, von Passanten gefragt wird, hat's das gebraucht? Oder hätte man nicht vorher durch eine zielgenaue genetische Untersuchung das verhindern können? Aber das verhindern können würde gleichzeitig bedeuten, die Verwerfung eines Menschen, der mit einer genetischen Abweichung versehen ist, dem wir auf der Basis unseres Grundgesetzes doch immer die gleiche Würde und das gleiche Lebensrecht zusprechen. Theoretisch könnte es in Zukunft noch ganz andere Untersuchungen geben von Menschen, die sich noch im Mutterleib befinden, zum Beispiel die Größe, die Augenfarbe. Wo sehen Sie da die Grenze? Interessant ist, wenn man heute einen Blick auf die Homepage der Firma Life Codex wirft, die diesen Trisomie 21 Test produziert, dann ist es ja nicht mehr nur die Situation, dass die berühmten drei Trisomien entdeckt werden, sondern dass inzwischen über 10 genetische Merkmale zuverlässig enttarnt werden können. Dazu gehören ja die berühmten Augenfarben, Haarfarbenmerkmale. Aber dazu gehört zum Beispiel auch die Entdeckung des Geschlechts des Kindes. Und wenn man sich etwa andere Kulturkreise wie Indien oder China vorstellt und gleichzeitig voraussetzt, dass dieser Test international vermarktet wird, dann würde man sagen müssen, haben Mädchen dort schlechte Karten. Herr Weihbischof Losinger, vielen Dank fürs Gespräch.